Hallo und herzlich willkommen hier auf der Archenholz-Sternwarte zu unserem digitalen Weltallforscherfest. 125 Jahre ist diese Einrichtung alt geworden. 5 Jahre feiern wir auch die Stiftung Planetarium Berlin, heute mit einem Mitmachprogramm. Wir zeigen euch heute, wie man vielleicht eine Sternkarte selber basteln kann, Raketen basteln kann, selber den Himmel erforschen kann. Und all das ist etwas, was wir hier wirklich schon 125 Jahre an der Sternwarte machen. Das war eine Einrichtung, die dafür gegründet wurde, euch die Wunder des Universums zu zeigen. Und das wollen wir heute aufs Genaueste tun. Das mache ich nicht alleine, da habe ich ein bisschen Unterstützung, denn Christine wird über die Sternwarte laufen, verschiedene Orte vorstellen und ich glaube, wir schauen mal, wo sie gerade herumläuft. Ihr fragt euch bestimmt, wo ich hier gerade bin. Ich sitze hier mitten in einem Stück des Riesenfernrohrs. Natürlich nicht mehr ein benutztes, sondern das ist ein altes Stück, aber es ist Teil gewesen des richtigen Fernrohrs. Und ich zeige euch jetzt mal, wo das eigentliche Riesenfernrohr sich befindet. Dafür gehen wir mal ein Stück weiter. Und hier drüben, da ist das Geburtstagskind, unser Treptower Riesenfernrohr. Das wird heute 125 Jahre alt. Und wir wollen natürlich gratulieren und ich möchte euch zeigen, wie es funktioniert, wie es aufgebaut ist und was es eigentlich alles kann. Denn das Riesenfernrohr ist nicht umsonst das längste Riesenfernrohr. Es ist 21 Meter lang. Und ihr seht hier auch dieses sehr, sehr lange Rohr. Das ist wirklich 21 Meter lang. Und damit können wir alles am Himmel beobachten. Und ich möchte euch mal zeigen, wie sich dieses Fernrohr bewegt. Man muss es nämlich anschalten und dann kann dieses Fernrohr sich tatsächlich in alle Richtungen bewegen. Wir können es also senkrecht stellen, wir können es in Norden, Süden, Osten, Westen ausrichten, je nachdem, wo wir hinschauen wollen. Also ganz egal, ob wir Planeten beobachten wollen, den Mond, all das können wir damit machen. Und wenn wir mal über das Riesenfernrohr rüberfliegen, dann seht ihr auch, wie das jetzt ausschaut. Denn es ist wirklich ein riesiger Koloss, der wirklich sehr, sehr schwer ist. 130 Tonnen wiegt das Fernrohr und daher bewegt es sich auch sehr, sehr langsam, wie ihr seht. Man muss wirklich gucken, wo es hin bewegt wird, damit man wirklich also die richtigen Objekte auch im Blick hat. Und dann kann man tatsächlich als Besucher hier in der Sternwarte mit diesem Fernrohr den Himmel beobachten. Und ich zeige euch jetzt mal ein bisschen genauer, was dieses Fernrohr alles so besitzt. Denn da es so groß ist und auch natürlich so schwer ist, 130 Tonnen, besitzt es natürlich auch Gewichte. Und diese Gewichte, die befinden sich links und rechts an dem Fernrohr. Und die Gewichte, die müssen auch ganz schön viel aushalten. Also im Grunde könntet ihr da an beide Seiten jeweils 2 Elefanten raufpacken, damit dieses Fernrohr schön stabilisiert bleibt und sich auch wirklich ordentlich bewegen kann. Wir zeigen euch das gleich alles einmal und vor allem spannend ist daran, dieses Fernrohr ist eigentlich durch einen großen Zufall hier. Denn ich habe gesagt, vor 125 Jahren wurde es hier aufgebaut von Archenholz persönlich. Der wollte nämlich damals im Rahmen einer Gewerbeausstellung, das ist sowas wie eine Messe, da kamen ganz viele Menschen aus aller Welt hierher und wollten halt ihre Produkte vorstellen, verkaufen und dieses Fernrohr wurde hier hingestellt. Und Archenholz, der hatte ein kleines Problem, der ist nämlich pleite gegangen, hatte kein Geld mehr, um das Fernrohr abzubauen. Und allein aus diesem Grund steht es heute noch hier und ist Teil der Archenholz-Sternwarte. Auch nach 125 Jahren benutzen wir das Riesenfernrohr für Beobachtungen, denn das ist die Aufgabe der Sternwarte. Wir schauen mit verschiedenen Teleskopen, Fernrohren in die Tiefen des Universums, nehmen Aufnahmen davon auf, Fotos, Messdaten und können dadurch unser Weltbild, unseren Platz im Universum genauer herausfinden. Wir schauen aber auch in unseren Vorführungen, die ihr ab heute dann auch wieder besuchen kommt. Ab heute ist die Sternwarte wieder geöffnet. Wie eigentlich dieses Teleskop funktioniert. Im Grunde geht es darum, die Bewegung unserer Erde am Himmel auszugleichen durch die großen Bewegungen des Teleskops. Und was man vielleicht mit eigenen Augen am Himmel sehen kann, zeigen wir auf verschiedenen Sternkarten. Wie man so eine solche bastelt, zeigt uns Christine.
Ich bin hier jetzt in der Bibliothek der Archenholz Sternwarte und wie ihr seht, gibt es hier Unmengen an Büchern. Und ich habe so viele Fragen zu Archenholz, wer das war, warum die Sternwarte überhaupt so heißt. Und ich glaube, bevor ich all diese Bücher hier mir durchlese, gehe ich mal zu einem Experten. Felix, der arbeitet nämlich hier in der Archenholz Sternwarte und der kennt sich mit Archenholz richtig gut aus. Hallo Felix. Hallo Christine. Wir sind ja heute in der Archenholz Sternwarte. Wir feiern 125-jähriges Jubiläum. Und ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, warum heißt die Sternwarte eigentlich Archenholz Sternwarte? Ganz einfach, nach dem Gründer, Friedrich Simon Archenholz. Das war der Astronom, der vor 125 Jahren dieses große Fernrohr bauen ließ, das dann Keimzelle der Sternwarte war. Und Archenholz war eben ein sehr ungewöhnlicher Astronom. Er wollte forschen, ganz gewiss. Dazu war das Riesenfernrohr ursprünglich auch gedacht. Aber es ging ihm vor allen Dingen darum, Astronomie und Naturwissenschaften zu vermitteln, an jedem. Also Wissenschaft aus dem Elfenbeinturm rauszuholen. Und jeder kann auf die Sternwarte kommen und einmal für 10 Pfennig den Mond oder die Planeten beobachten. Aber das war eben noch nicht alles. Er hat eben auch sehr berühmte Wissenschaftler an die Sternwarte geholt, die aus ihrer aktuellen Forschung berichteten, für jeden. Einstein ist der berühmteste. Mhm. Aber es gaben auch Polarforscher, es kamen Geologen. Und er hat, um Astronomie zu vermitteln, auch ganz tolle Modelle gebaut. Er hat dafür ein astronomisches Museum eingerichtet, von dem wir auch heute noch Bestände haben. Jetzt hast du ja dieses Riesenfernrohr angesprochen. Mhm. Und das haben wir uns vorhin ja richtig ausführlich auch schon mal angeschaut. Was genau hat er denn damit alles schon beobachtet? Oder was hat man damals überhaupt damit beobachtet? Ja, also im Grunde alles, was man sehen konnte. Also angefangen vom Mond, das ist das Einfachste, bis hin zu fernen Milchstraßensystemen, was eben das Stadtlicht von Berlin in der Nacht noch hergab und was gerade eben jahreszeitmäßig am Himmel zu sehen war. Nicht? Wenn es besondere Ereignisse gab, ganz klar, wenn mal ein toller Komet vorbeikam und so weiter, dann war das natürlich ganz klar das Beobachtungsobjekt. Archenholz hat natürlich viele Finsternisse beobachtet, Sonnenfinsternisse, Mondfinsternisse. Und er hat etwas ganz Besonderes gemacht. Er hat zum ersten Mal solche Sachen gefilmt. Mhm. Also eine Kamera ans Fernrohr rangehängt. Das waren natürlich keine Smartphones, sondern das waren solche Trümmer, die dann am Fernrohr ranhingen. Er wollte sogar den Film in den Unterricht, in die Schulen bringen. Das war eine vollkommen neue Idee. Man kannte nur eben Wandtafel und Kreide. Jetzt auf einmal mit einem Kinoapparat da in die Schule gehen. Und das war also so ungewohnt, dass das preußische Unterrichtsministerium diese Idee glattweg ablehnte. Schade. Also hat das nicht funktioniert? Er war aber seiner Zeit weit voraus. Also der erste Anrufbeantworter in Berlin stand hier. Das war auch so ein Riesenapparat. Man konnte dann eben den Sternwarte anrufen und dann hörte man, hier Telefonograf Sternwarte Treptow, der Herr Direktor ist nicht anwesend. Sprechen Sie jetzt in den Apparat. Aber das hat funktioniert. Sehr schön. Also tolle Einblicke. Ich glaube, wir hören vielleicht später noch ein bisschen mehr, was hier in der Sternwarte alles damals schon passiert ist. Vielen Dank, Felix, an dieser Stelle. Gerne. Wir sehen uns nachher bestimmt nochmal. Super. Und damit würde ich jetzt sagen, geben wir wieder zurück an Tim. In der langen Geschichte der Sternwarte hat es Archenholz geschafft, viele berühmte Persönlichkeiten, viele berühmte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier ins Haus zu holen. Und einen davon, den kennt ihr bestimmt. Und wer das war, das zeigt uns jetzt Christine. Ich bin jetzt schon eine Etage höher und ich habe das hier gefunden. Das ist ein Stein, aber nicht zu verwechseln mit Einstein. Dieser Herr, der war hier mal in der Archenholz Sternwarte. Und wo das war, das zeige ich euch jetzt einmal. Ich stehe jetzt hier vor dem Einstein-Saal und genau hinter mir, hinter dieser Tür, dort hat Albert Einstein 1915 das erste Mal hier in Berlin einen Vortrag über die Relativitätstheorie gehalten. Und wie dieser Saal aussah, das zeige ich euch jetzt einmal. Genau hier, wo ich jetzt sitze, hier war auch Albert Einstein schon mal. Auf dieser Bühne hat er seinen Vortrag gehalten, 1915. Und bei Einstein, da drehte sich alles um die Gravitation. Und das kennt ihr auch. Warum fällt der Stein auf die Erde runter? Warum
kommt ihr wieder auf die Erde zurück, wenn ihr nach oben hopst? Oder warum fallt ihr auch mal hin, wenn ihr irgendwo stolpert? Das liegt natürlich an der Gravitation, an der Anziehungskraft der großen Erde. Da haben wir viel Masse und deswegen zieht die Erde euch natürlich wieder zurück auf den Boden. Und wenn wir das hier im Einstein-Saal, wo Albert Einstein seinen Vortrag gehalten hat, mal in einem Modell nachvollziehen wollen, dann brauchen wir so einen Gravitationstrichter, so ein Tuch, was hier aufgespannt ist. Und im Zentrum meines Gravitationstrichters, da liegt eine Modellerde. Also eine etwas kleinere Erde, aber auch die zieht wegen dem Tuch eben alles an, was sich ihr nähert. Und hier als Stein habe ich diesmal eine kleine Kugel mitgebracht. Und wenn ich den natürlich auf das Tuch lege, dann wird dieser Stein, dieser Modellstein, auch von der Modellerde angezogen. Nun fragt man sich, warum denn der Mond zum Beispiel nicht auf die Erde fällt. Er wird ja von der Erde auch angezogen, der Mond zieht auch ein bisschen die Erde an. Aber warum fällt der Mond dann nicht auf die Erde rauf? Und das liegt natürlich an seiner Geschwindigkeit, denn er kreist ja um die Erde herum. Und wenn ich wieder meine Modellerde nehme, hier im Zentrum, und gebe jetzt meinem Modellmond ein bisschen Geschwindigkeit mit, dann fängt er an, um die Erde herumzukreisen und damit bleibt er natürlich dann auch auf seiner Bahn und fällt eben nicht auf die Erde. Und das könnt ihr sogar zu Hause nachstellen mit einem Spannbetttuch und einem umgedrehten Tisch vielleicht, denn das braucht man nur, denn über die Beine zu spannen, eine schwere Masse, eure Modellerde in die Mitte gelegt und dann kann man ringsherum die Planeten als Murmel natürlich dann kreisen lassen und erfährt so, wie Albert Einstein eben über die Gravitation geredet hat. Jetzt habt ihr gesehen, wie das funktioniert und damit gehen wir mal zurück zu Tim. Eine Besonderheit hier auf der Sternwarte ist unser großer Meteorit. Ihr wisst ja, bei Sternschnuppen darf man sich was wünschen. Hier sind vielleicht die Wünsche ein bisschen größer, die wir vielleicht ja auch hier für die Sternwarte und die Zukunft der Sternwarte haben. Aber was wir hier sehen, ist ein Überbleibsel aus der Entstehung unseres Sonnensystems. Zwischen den Planeten finden sich viele Eis- und Gesteinsbrocken. Kommen solche Gesteinsbrocken in die Nähe der Erde, werden sie durch die Erdatmosphäre ja abgebremst, verglühen zum Teil, werden aber auch so heiß, dass sie Luft zum Leuchten bringen. Das kennt ihr meistens als diese Sternschnuppen. Nur sind die normalerweise sehr, sehr klein. Und je größer ein solches Objekt ist, desto mehr hat man auch die Möglichkeit, dass mal was durch die Atmosphäre durchkommt. In diesem Fall sogar deutlich mehr, wenn wir uns einmal den Meteoritenkrater in Arizona anschauen. Dort ein riesiger Einschlagskrater vor 50.000 Jahren wahrscheinlich. Und ein Überbleibsel findet sich hier auf der Archenholz-Sternwarte, den, wenn ihr hier zu Besuch kommt, auch mal ein bisschen bewegen dürft und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes begreifen dürft. Solche Sternschnuppen in solcher Größe, Meteoriten, sind sehr, sehr selten auf unserer Erde und trotzdem haben wir so manche hier auf der Sternwarte versammelt. Bei der Erde sieht man zwar solche Krater an vielen Orten, aber es gibt Wind und Wetter, dass das verwaschen wird, aufgelöst wird, die Krater irgendwann nicht mehr zu sehen sind. Wenn wir aber Richtung Mond schauen, dort sehen wir eine riesige Kraterlandschaft, die über Millionen, gar Milliarden Jahre fast unverändert ist. Und wir sogar an der Anzahl der Krater das Alter von verschiedenen Oberflächen erkennen können, berechnen können. Wir sehen also bei solchen Sternschnuppen, wie kosmisches Material auf die Erde fällt, viele, viele Tonnen jeden Tag und doch vielleicht für uns der eine oder andere Wunsch abfällt. Und ich glaube, wir sollten noch mal schauen, wo Christine sich gerade auf der Sternwarte befindet. Ich bin wieder hier draußen bei uns im Astronomischen Garten. Und wie vorhin seht ihr auch jetzt hinter mir ein solch spannendes Gebäude, denn hier ist eine Kuppel drauf und da drin befindet sich ein Teleskop. Und was das macht und wie das aussieht, das seht ihr jetzt einmal. Hallo! Und das, was ihr jetzt hier seht, ist unser Sonnenteleskop. Denn wir haben jetzt mal die Kuppel geöffnet, so wie das hier jetzt auch zu erkennen ist. Und in der Mitte ist das Teleskop, das können wir ausrichten zur Sonne und dann ganz sicher, ohne dass irgendwas passiert, die Sonne beobachten. Vielleicht habt ihr auch schon mal die Sonne beobachtet, vielleicht mit einer Sonnenfinsternisbrille sogar, denn vor einigen Wochen hatten wir ja sogar eine Sonnenfinsternis und damit könnt ihr wirklich richtig sicher, ohne dass euren Augen irgendwas passiert, nach oben in den Himmel schauen und die Sonne beobachten.
Das ist aber auch möglich mit einem Teleskop, und zwar dem Sonnenteleskop, was wir hier in der Kuppel zu stehen haben. Denn auch das filtert das Licht so, dass ihr mit dem bloßen Auge reinschauen könnt, ohne dass euch irgendwas passiert und ihr tatsächlich auch die Sonnenoberfläche beobachten könnt. Und wie das aussieht, das zeige ich euch jetzt einmal. Wir sind jetzt hier drin in der Kuppel und ihr seht hier nochmal das Sonnenteleskop. Und wenn ich mich jetzt hier hinsetze, kann ich tatsächlich durch das Okular schauen und erkennen, wie die Sonne aussieht. Und zwar seht ihr wirklich jetzt, wie rund die Sonne ist, und ihr könnt tatsächlich auch so richtige Oberflächenmerkmale sehen. Zum Beispiel ganz, ganz oben, dort seht ihr jetzt wahrscheinlich einen dunkleren Fleck. Und dieser dunkle Fleck, das ist ein sogenannter Sonnenfleck. Sonnenflecken, die sind ganz, ganz üblich auf der Sonne. Das sind etwa kältere Gebiete auf ihr drauf. Ihr wisst vielleicht, die Sonne ist ja sehr, sehr heiß. Die ist heißer als jeder Backofen. Die hat Temperaturen von bis zu 5000 Grad. Und so ein Sonnenfleck, der ist viel kühler. Der ist nämlich nur 4500 Grad heiß. Also immer noch sehr, sehr heiß, aber eben kühler als der Rest der Sonne. Und sowas könnt ihr tatsächlich mit Hilfe eines Sonnenteleskops erkennen. Also wenn ihr Lust habt, kommt doch gerne mal hier bei uns in der Archimedes Sternwarte vorbei. Dort könnt ihr genau solche Bilder euch dann nämlich mal ansehen. Ich habe jetzt noch etwas Neues für euch hier entdeckt auf der Sternwarte oder auf dem Außengelände, wo wir nach wie vor sind. Denn man kann ja nicht nur die Sonne beobachten mit Teleskopen und sich die Oberfläche anschauen, sondern die Sonne, die hilft uns auch dabei, mit Hilfe einer Sonnenuhr die Zeit abzulesen. Und genau das, was ihr jetzt hier seht, ist so eine Sonnenuhr. Und wenn ihr genauer mal hinschaut, dann erkennt ihr auch hier, dass hier überall Ziffern zu erkennen sind. Also hier sind Ziffern eingerahmt und dort könnt ihr später die Uhrzeit ablesen. Wie macht man das? In der Mitte habt ihr einen Stab. Und wenn die Sonne scheint und auf diesen Stab scheint, dann wirft der Stab einen Schatten auf die Uhr. Das heißt, der Schatten ist dann also zum Beispiel hier auf der 2 oder auf der 3, auf der 4 zu erkennen. Und ihr könnt mit Hilfe des Schattens dann also die Uhrzeit ablesen. Und wenn ihr Lust habt, das auch mal zu Hause selber nachzumachen, haben wir auf unserer Website einen Bastelbogen dafür bereitgestellt, um eine Sonnenuhr zu basteln. Und wie das funktioniert, das zeigen wir euch jetzt einmal. So, jetzt wollen wir unsere horizontale Sonnenuhr natürlich auch mal ausprobieren. Ich bin nach draußen gegangen, hier in unser Freigelände auf der Sternwarte. Und ihr seht jetzt, dass unser Schattenwerfer, unser Gnomon, eben schon einen Schatten wirft. Jetzt kann sich der eine oder andere fragen, dass er dieser Schatten jedes Mal woanders hin zeigt. Deswegen findet ihr hier auf der Sonnenuhr, auch da ist es gut zu sehen, ein N. Und dieses N steht für Norden, für die Himmelsrichtung Norden. Und dahin müsst ihr die Sonnenuhr ausrichten. Und tatsächlich kommt jetzt der Kompass ins Spiel. Ich habe meinen Kompass mal mitgebracht. Den muss ich noch aufklappen, damit ihr auch die Kompassnadel sehen könnt. Und ihr seht, die Kompassnadel, die zeigt gerade in Richtung Norden. Also hier hinten, da ist Norden. Und wenn ich jetzt meine Sonnenuhr genau so ausrichte, wie sie auf dem Kompass zu sehen ist, dann wirft die Sonnenuhr tatsächlich jetzt auch einen richtigen Schatten. Auf meiner Sonnenuhr kann ich gerade ablesen, hier auf der Zeitskala, da ist die Zeit angegeben. Meine Sonnenuhr zeigt mir gerade 14 Uhr an.
Und wenn ich auf meine Armbanduhr gucke, dann ist es jetzt genau 15 Uhr. Das ist ja merkwürdig. Die Sonnenuhren, die wir bauen, die zeigen immer die Normalzeit an. Und für uns in der Astronomie ist die Normalzeit die sogenannte Winterzeit. Jetzt sind wir aber im Sommer unterwegs, da mussten wir unsere Uhren umstellen. Und deswegen geht die Sonnenuhr jetzt um eine Stunde falsch. Das muss man bedenken bei so einer Sonnenuhr, wenn man sie ausprobiert. Ihr seht, ein bisschen nachdenken muss man. Die Sonne kennt natürlich unsere Zeitumstellung nicht. Von daher muss man sich das einfach merken. Eine Stunde dazu rechnen im Sommer. Im Winter zeigt sie genau die richtige Zeit an. Neben der Beobachtung des Sternenhimmels ist es vor allem unsere Aufgabe, eure Fragen an das Universum zu beantworten. Dafür haben wir hier einige Experten in unserer Stiftung. Einer davon, Felix, sitzt jetzt oben in der Bibliothek, will eure Fragen beantworten, die wir per E-Mail, per Video bekommen haben. Und da schalten wir jetzt einfach mal hoch. Felix und ich, wir sind beide wieder in der Bibliothek der Archenholz Sternwarte. Und die allererste Frage, die stammt von Paul. Wie groß kann das Riesenfernrohr vergrößern? Das ist einfach zu beantworten, Paul. Wir können theoretisch 2000-fache Vergrößerung erreichen. Dazu haben wir sogar noch die Optik. Nur, das ist sinnlos, denn das wäre genauso, als wenn du mit der Lupe an den Fernseher rangehst. Kriegst du auch ein großes Bild, ist aber ganz unscharf. Beim Fernrohr liegt das daran, dass aufsteigende warme Luft das Bild der Sterne zum Flimmern bringt und das Flimmern wird mitvergrößert. Deswegen arbeiten wir in der Regel mit einer vernünftigen Vergrößerung, das ist 250-fach, das reicht allemal. Die nächste Frage, die kommt von Eddie und der möchte was zum Riesenfernrohr wissen. Wie teuer war das Teleskop der Archimedes-Sternwarte? Das Riesenfernrohr hat zu seiner Bauzeit 250.000 Goldmark gekostet. Also richtig goldene Markstücke. Ich habe das auf heutige Währung umgerechnet, das sind etwa 3,4 Millionen Euro. Damit ist Archenholz auch pleite gegangen. Es ist im Grunde nur dadurch gerettet worden, dass ihm die Bauunternehmer schließlich das Fernrohr geschenkt haben. Wir haben außerdem ein Video von Freddy bekommen und der hat auch noch eine Frage. Wie viele Linsen sind im Riesenfernrohr verbaut? Viele Besucher glauben, dass bei der enormen Baulänge des Fernrohres da ganz viele Linsen hintereinander sind. Stimmt gar nicht. Dadurch würde das Fernrohr erstens viel zu schwer und optisch würde es gar nicht gehen. Wir haben im Grunde nur zwei Linsen. Vorne eine große Objektivlinse, die das ganze Licht sammelt und hinten eine kleine Okularlinse, die als Lupe dient und das Bild vergrößert. Nur wenn wir es ganz genau nehmen, müssen wir sagen, es sind vier Linsen. Denn die große Objektivlinse ist zweiteilig gebaut, sie hat vorne eine Scheibe und hinten eine Korrekturglas und genauso ist das beim Okular. Also beide Optiken haben gewissermaßen noch extra Brillen bekommen, um ein ganz scharfes, farbreines Bild zu liefern. Aber im Grunde vorne eine große Linse, hinten eine kleine. Das ist alles. Das waren alle Fragen. Vielen lieben Dank, dass ihr uns diese alle zugeschickt habt und danke Felix, dass du uns diese wunderbar beantwortet hast. Herzlich gern. Es kommen bestimmt nachher noch ein paar weitere Fragen mit dazu, aber jetzt gehen wir erstmal wieder zurück zu Tim. Vielen Dank für eure Fragen. Wenn ihr weitere habt, schickt uns bitte eine E-Mail oder meldet euch bei uns. Denn genau diese Fragen motivieren uns, neue Programme zu produzieren, neue Ausstellungen vorzubereiten. Hier zum Beispiel an Archenholz soll etwas entstehen, das wir das Universum zum Anfassen nennen. Nichts hinter Plexiglas, nichts versteckt, sondern wirklich jedes Exponat zum Anfassen und Ausprobieren. Gebt uns noch ein bisschen Zeit, 1,5 Jahre soll es noch dauern, aber dann werden wir hier auch an der Sternwarte einen neuen Ausstellungsbereich eröffnen. Und das sollte uns jetzt ein bisschen Zeit gegeben haben, zu schauen, ob Christine draußen auf dem Außengelände der Sternwarte angekommen ist. Ich bin jetzt hier draußen im Astronomischen Garten und hinter mir, dort befindet sich die Kuppel zu unserem Spiegelteleskop. Damit beobachten wir hier Planeten, Monde, Galaxien, all das habe ich hier alles selber schon beobachtet. Und wie sowas funktioniert und wie so ein Spiegelteleskop überhaupt aussieht, das zeigen wir euch jetzt einmal. Wir sind jetzt hier mal in der Kuppel drin. Wir haben sie geöffnet, wie ihr sehen könnt, denn
das Teleskop, mit dem wir beobachten wollen, das muss man natürlich ausrichten. Das ist ein Spiegelteleskop und nicht umsonst heißt es Spiegelteleskop, denn es besitzt selbstverständlich einen Spiegel und zwar einen richtig großen Spiegel, den ihr dort auch sehen könnt jetzt mal. Und weil der so groß ist, sammelt er wirklich ganz, ganz viel Licht, sodass man wirklich auch Objekte beobachten kann, die gar nicht mal so hell sind. Also zum Beispiel weit entfernte Galaxien kann man hier beobachten. Und wo man das macht, das zeige ich euch jetzt auch mal, denn dafür muss man einmal rumlaufen und auf dieser Seite, da gibt es ein Okular. Und wenn man hier mal durchschaut, kann ich euch mal zeigen, wie es aussieht, wenn man beispielsweise die Venus beobachtet. Wenn ihr Lust habt, auch mal die Venus oder andere Planeten zu beobachten, dann kommt gerne mal bei uns vorbei. Wir haben wieder geöffnet und damit gehen wir jetzt mal wieder zurück zu Tim. Wir feiern 125 Jahre Archenholz-Sternwarte. Neben der Sternwarte und der Beobachtung des Himmels machen wir aber auch noch andere Sachen hier. Neben einem himmelskundlichen Museum gibt es auch ein Kleinplanetarium. Seit den 50er Jahren wird in einem Planetarium der Sternhimmel erklärt, dass wir auch bei schlechtem Wetter was machen können. Denn mittlerweile gibt es nur noch 50 sternklare Nächte pro Jahr hier in Berlin. Wir müssen also auch nebenbei noch ein paar andere Sachen machen, um euch die Wunder des Kosmos zu präsentieren. Das heißt aber auch, dass wir die Geschichte der Astronomie präsentieren, von den ersten Himmelsbeobachtungen ohne Teleskop über die Beobachtung des Universums mit heute Großteleskopen oder Radioteleskopen. Und wie das bei uns hier im Himmelskundlichen Museum aussieht, zeigt uns wieder Christine. Ich bin mittlerweile hier im Museum der Sternwarte und habe was ganz, ganz Spannendes entdeckt, nämlich einen Mondglobus. Und zwar nicht irgendein Mondglobus, sondern das ist ein historischer Mondglobus. Der erste, den es überhaupt gab. Und wenn ich den mal ein wenig drehe, dann erkennt man hier was ganz Spannendes. Denn man sieht, der Globus ist nur zur Hälfte bedruckt. Und jetzt könnte man sich fragen, woran liegt denn das? Nun ja, dieser Globus stammt aus einer Zeit, nämlich aus 1750. Im Jahre 1750 wurde der quasi hergestellt, als man noch gar nicht wusste, wie die andere Seite des Mondes überhaupt aussieht. Heute wissen wir das sehr, sehr genau, denn Raumsonden und Raketen sind zum Mond geflogen und haben den Mond mittlerweile sehr genau kartografiert. Man sieht hier in der Vitrine zum Beispiel eine Rakete, das ist eine der Apollo-Raketen, mit denen die Astronauten auch auf dem Mond gewesen sind, also auf der Oberfläche langgelaufen sind, ihn untersucht haben, viele, viele Bilder daraus auch entstanden sind, sodass wir heute Mondgloben haben, wie der, der hier neben mir steht, der wirklich vollständig ist. Wenn ihr also mal zu uns in die Archenholz-Sternwarte kommt, dann lauft auf jeden Fall mal an diesem Mondglobus vorbei. Das ist nämlich ein ganz besonderes Ausstellungsstück. Und ich würde sagen, ich schaue mich jetzt mal weiter um hier im Museum und gucke mal, was wir noch alles so finden und nehme euch einmal mit. Ich bin jetzt auf der anderen Seite des Museums und auch hier gibt es ein richtig spannendes Modell, das ich euch einmal vorstellen möchte. Denn hinter mir seht ihr nicht nur die riesige Sonne, sondern im Größenvergleich dazu auch die einzelnen Planeten unseres Sonnensystems. Und man kann hier richtig schön erkennen, wie groß die im Vergleich zueinander sind. Denn der kleinste Planet beispielsweise, der ist hier ganz weit oben, das ist Merkur. Das ist auch zufälligerweise der innerste Planet zur Sonne. Und danach folgen nämlich unsere Gesteinsplaneten. Merkur ist einer davon. Danach gibt es den Mars, der ist nämlich ungefähr halb so groß wie unsere Erde. Danach folgt unsere Venus und unsere Erde. Die beiden sind in etwa gleich groß. Und diese vier, die haben eins gemeinsam, das sind alles Gesteinsplaneten. Gesteinsplaneten bedeutet, die haben eine feste Oberfläche. Man kann also darauf stehen. Anders ist das mit den vier Planeten hier unten. Das sind unsere Gasplaneten und die haben keine feste Oberfläche. Die bestehen also einfach nur aus Gas. Man könnte also da reinrutschen und könnte eben nicht auf dem Boden fest ankommen, denn das haben sie einfach nicht. Wir haben an fünfter Stelle im Größenverhältnis den Neptun, Uranus, Saturn und der allergrößte unseres Sonnensystems, das ist Jupiter. Und um sich das vorzustellen, Jupiter ist in etwa so groß, dass unsere Erde, diese kleine Kugel hier oben, über 1300 Mal
in Jupiter reinpassen würde. Also ein wirklich riesiger, gigantischer Gasplanet. Aber es ist nicht das größte Objekt in unserem Sonnensystem, sondern das größte ist kein Planet, sondern die Sonne. Und die Sonne ist ein riesiger Gasball und ihr seht hier mal, wie riesig die ist im Vergleich zu unseren 8 Planeten im Sonnensystem. Um sich das aber im Alltag noch besser vorzustellen, hat sich Katja mal etwas richtig Spannendes ausgedacht und das zeigt sie euch jetzt einmal. Ja, herzlich willkommen und wie versprochen zeigen wir euch jetzt, wie ihr das Sonnensystem in euer Wohnzimmer holen könnt. Das machen wir, damit ihr die Größenverhältnisse besser verstehen könnt. Hier wäre jetzt die Sonne. Dieser Pfefferkorn ist da hier für den Merkur und ist der kleinste Planet von allen. Der ist ungefähr ein bisschen größer als unser Erdmond. Und direkt daneben finden wir die Venus, die haben wir hier als Blaubeere. Das ist der Schwesterplanet der Erde, Schwesterplanet, denn die Erde ist ebenfalls eine Blaubeere, aber eine größere und das passt ja, denn die Erde ist ja auch der blaue Planet. Der letzte Gesteinsplanet in unserem Sonnensystem ist der Mars. Den haben wir hier als Kirschkern. So, wie gesagt, letzter Gesteinsplanet. Das heißt, jetzt kommen wir zu den Gasplaneten. Die sind auch deutlich größer als die Gesteinsplaneten, wie ihr vermutlich auch schon erkannt habt. Das hier ist eine Pampelmuse. Und auch der größte Planet unseres Sonnensystems, nämlich der Jupiter. Dieser hat auch 4 Monde, die ihr zum Beispiel durch unser Riesenfernrohr in der Sternwarte beobachten könnt. Aber das könnt ihr auch schon von zu Hause mit einem Teleskop machen. Weiter geht es mit diesem modifizierten Objekt. Das ist nämlich eine Orange und vielleicht habt ihr auch schon erraten, was es sein könnte. Genau, der Saturn. Und das Papier ist das Ringsystem des Saturns. Das könnt ihr auch ganz einfach zu Hause nachmachen. Die letzten beiden Planeten sind beides Tomaten. Allerdings auch wie bei der Erde und der Venus ist eine größer als die andere. Das hier, die größere, ist nämlich der Uranus und die kleinere Tomate ist der Neptun. Genau, und das Beste an diesem System ist, man kann es essen. Ich bin wieder zurück bei Felix hier in der Bibliothek. Wir sitzen vor der Bücherwand und die nächste Frage, die kommt jetzt von Neo. Was sind die Vorteile zwischen einem Cassegrain, einem normalen Spiegelteleskop und einem herkömmlichen Linsenteleskop? Uiuiui, Neo, du stellst aber Fragen. Das würde einen ganzen Vortrag bedeuten. Ich mache das jetzt mal ganz kurz. Ein Cassegrain-Teleskop, das was wir auch im Garten haben, ist kompakt in der Bauweise. Sehr lichtstark, also sehr gut geeignet, um ferne Objekte, Nebel, Galaxien zu beobachten. Ein herkömmliches Spiegelteleskop ist ein Newton-Fernrohr. Das ist ein bisschen länger, ist auch recht lichtstark, ist auch farbrein wie jedes Fernrohr, aber man beobachtet oben an der Seite, ist ein bisschen umständlich. Und das Linsenfernrohr ist natürlich sehr lang, damit ein bisschen sperrig, aber es bildet unheimlich kontrastreich ab. Das ist also ideal für Mond, für Planeten und für Doppelsterne. Die nächste Frage, die wir bekommen haben, die kommt von Joshua und der möchte was über die Sonne wissen. Wie viele Sonnenstrahlen hat die Sonne? Oh Joshua, das ist eine einfache Frage und kompliziert zu beantworten. Die Sonne finden wir ja allgemein dargestellt als Kreis mit ganz vielen Strahlen drumherum. Wenn wir nun wissen, dass die Sonne eine Kugel ist, dann müsste sie ja räumlich gesehen wie ein Igel aussehen oder wie ein Nadelkissen, nicht? Strahlen oder Stacheln in alle Richtungen ist es ja aber gar nicht. Die Sonne ist ein glühender Gasball, der sein Licht in alle Richtungen gleichmäßig abgibt. Wenn wir also Strahlen, Sonnenstrahlen auf der Erde sehen, dann liegt das einfach nur daran, das sind optische Effekte, weil das Sonnenlicht durch Wolkenlücken leuchtet und dann eben so schöne Strahlen zur Erde schickt, was die Maler früher auch immer so gerne gemalt haben. Und dann haben wir noch eine Frage bekommen von Lilou. Könnte man jemals mit einer Wasserrakete den Weltraum erreichen? Lilou, die Frage kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Wenn wir mit einem Satellit um die Erde kreisen wollen oder mit der ISS, dann müssen wir bereits eine Geschwindigkeit von 24.500 Stundenkilometern erreichen. Das ist schneller als jede Gewehrkugel. Damit sind wir aber immer noch im Schwerefeld der Erde gefangen. Wenn wir jetzt die Schwerkraft der Erde verlassen wollen und ins Weltall raus wollen, zum Mond oder zu anderen Planeten, dann müssen wir noch schneller werden. Das ist die zweite kosmische Geschwindigkeit. Das wären dann 40.300 Stundenkilometer. Das kann keine Wasserrakete erreichen.
Die letzte Frage, die stammt jetzt von Emma und die möchte was über unsere Erde und die Planeten drumherum wissen. Was wäre die Erde ohne die anderen Planeten? Tja, Emma, was wäre die Erde ohne die anderen Planeten? Zunächst einmal, wir Astronomen hätten einen sehr langweiligen Nachthimmel. All die hellen Planeten, die wir so gerne sehen, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, aber auch Mars und Merkur, die würden dann fehlen. Also nichts Interessantes im Fernrohr. Viel wichtiger ist aber, gerade die äußeren Planeten, die Riesen, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, die sind so eine Art, ja, wie soll ich sagen, kosmischer Staubsauger. Die sammeln das ganze aus dem äußeren Sonnensystem kommende Material, also kleine Meteoriten, aber auch größere bis hin zu Kleinplaneten, die sammeln die ab, die fangen die ein, die stürzen zum Beispiel auf den Jupiter. Und das bedeutet, dass wir auf der Erde dadurch viel weniger Besuch von außen haben, das heißt also viel weniger von schweren Brocken getroffen werden. Und das war für die Entwicklung von Leben auf der Erde sehr wichtig, dass sich hier das Leben ungestört entwickeln konnte. Wenn jetzt die äußeren Planeten fehlen, dann würden sehr viel häufiger schwere Treffer auf der Erde passieren. Die Erde würde dann so aussehen wie fast wie der Mond mit vielen Kratern. Das heißt aber auch, Leben kann sich hier nicht so ungestört entwickeln. Wahrscheinlich wäre die Erde sogar dann unbewohnt. Das waren erstmal alle Fragen von euch. Vielen lieben Dank, dass ihr uns diese zugeschickt habt und danke dir, Felix, fürs Beantworten. Herzlich gern. Und damit würde ich sagen, geben wir jetzt erstmal wieder ab zu Tim. Wir haben uns heute die Sternwarte genauer angeschaut, waren im Museum unterwegs, haben geguckt, was ihr vielleicht auch selber machen könnt zu Hause. Ich hoffe, dass ihr einen guten Einblick bekommen habt in das, was wir hier so normalerweise machen. Denn ab heute könnt ihr ja wieder vorbeikommen mit euren Eltern, mit der gesamten Familie. Unter planetarium.berlin könnt ihr Tickets für uns kaufen, aber natürlich auch für die beiden Planetarien und die andere Sternwarte in Berlin. Wir möchten euch zeigen, oder hoffentlich haben wir euch gezeigt, dass in diesen Gemäuern noch so manche Geschichte steckt und wir auch nach 125 Jahren immer wieder neue Ideen haben, das Universum zu präsentieren und hoffentlich auch spannend zu präsentieren. Vielen Dank an Felix, vielen Dank an Christine, vielen Dank für eure Fragen und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, in Person hier auf der Archenholz-Sternwarte. Vielen Dank und bis bald.